Diane Verlaine hier, Captain der Torrance. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland-Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Verlaine hier von der Torrance. Was zur Hölle war das? Sevastopol! Hat irgendjemand von Ihrem Team es an Bord geschafft? Bitte antworten Sie! Wir sind durch die Explosion beschädigt worden und entfernen uns jetzt aus dem Sevastopol-Raum. Das System wird während unserer Reparaturarbeiten ausgeschaltet bleiben. Ich weiß nicht, wie lang. Hier spricht Waits, Colonial Marshal auf der Sevastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole, Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Externe Kommunikation auf Anordnung von Apollo deaktiviert. Anlage offline. Alle ausgehenden Nachrichten gestoppt. Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Telegraph Nummer 46 und Personal.
Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation, direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Seekson hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich. Das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Seekson hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm? Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und... Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgondel. Machen sollten. Wir werden bald bei Ihnen sein. Nachfolgend sende ich eine Privatnachricht an Marshall Waits. TNA-Unterbrechung aktiviert. Bereithalten. Thank you.
über Sevastopols Sicherheitsvorschriften erfahren. Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelaisarchiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Hier spricht Captain Dallas mit einem ersten Bericht von der Rückreise unseres Tedus-Trips. Wenn wir zurück sind, würde ich um ein Gespräch mit einem Transportkoordinator bitten. Mein regulärer wissenschaftlicher Offizier wurde ersetzt. Ohne weitere Erklärung. Ich bin mir sicher, dass der Neue weiß, was er tut, aber 2 Tage Vorwarnung für sowas ist einfach verrückt. Ich hätte gerne eine Erklärung. Wir werden für unsere Fracht bereit sein, sobald wir Bescheid kriegen. Dallas, Captain der Nostromo, Ende.